So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu einem neuen Spiel. Ihr seht es schon hier. Ja, ihr habt es gesehen. Wir haben hier. Ja, was haben wir hier eigentlich? Wir haben hier Emergency. Ich habe Emergency so schon gespielt. Muss ich dazugeben. Und ich zeige euch jetzt einfach mal Tag der offenen Tür bei diesem Einsatz. Dauert etwas länger, also spielen wir diesen Satz. Ich hoffe, wir schaffen es. Diesen Einsatz zu meistern. Hier, zack, 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 so, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Ja, genau, hier haben wir hier natürlich unser Rettungsschifflein. Mit diesem kleinen Rettungsbötle können wir ihn hier aufsammeln. So, was haben wir hier nun wieder weiter vorliegen? Wo sind wir hier überhaupt? Ah, hier sind wir genau. So, mit dem Helikopter. Mit dem Helikopter holen wir zuerst mal die Personen hier raus. Oder hier ab. Und natürlich hier damit. Zack. Das Miniboot hier fährt schon. Zack, zack. Ich werde jetzt euch wenig zum Spiel sagen und werde euch dann später ein bisschen was von dem Spiel erzählen. Ah ja.
hier steht noch ein Vor, wenn man. So, du kommst hierher, du kommst hierher. Du Kollege rennst hierher, du Kollege rennst hierher. Du fährst und du fährst. Und du holst gleich die nächsten zwei Patienten ab. Einmal hier. Und du fährst hierher und du fährst auch hierher. Na? Mag er mich nicht, oder was? Ah, jetzt. Ja gut, liebe Leute. Darf ich hier jetzt nun drei Patienten haben? Vier Patienten haben? Nein. Ich muss jetzt hier gerade löschen. Du kommst weiter, du löscht hier. Ja, wisst ihr, so stelle ich mir das auch schon schön langsam vor. Abgesehen, dass es hier sehr viel brennt. Aber wir versuchen unser Bestes ja natürlich, wie ihr wisst. Und das ist nochmal unser Bestes. Nochmal alles gut gegangen, ja? Och nee, was ist hier denn jetzt wieder los? Och, der steht schon wieder im Vollbrand. Du darfst aber hier bleiben, natürlich. Ah, jetzt verstehe ich es. Macht das Sinn? Und tja. So, jetzt aber. So. Und wenn wir das hier jetzt dann mal geschafft haben, dann holen wir schnell hier diesen Patienten ab. Wir fahren in der Zwischenzeit hier auch natürlich wieder. Doch, nee. Also, liebe Leute, ich muss euch dazu sagen, es ist sehr, wirklich sehr schwer schon. Und wenn es so schwer ist wie hier, dann kann man nur, muss man nur gut überlegen, wie stellt man jetzt jemanden ein. Muss ich euch natürlich dazu sagen, weil jeder glaubt immer, es ist alles so einfach. Aber ich sage euch, das ist es nicht. Ich sage euch, liebe Leute, ich habe schon wirklich viel in meinem Leben gesehen. Aber es gibt Sachen, die gehen einfach hier zu weit. Abgesehen davon, ist es ja eigentlich mein ehemaliger ehrenamtlicher Beruf, wenn man so sagen will. Und ja, wir holen schon den nächsten Patienten hier raus.
So, dann holen wir gleich die nächsten zwei Patienten. Und mit dem Kran heben wir hier natürlich dich hoch. Und jetzt suche ich schon wieder die Drehleiter. Wo steht sie? Ah, hier. Und warum hilfst du der Feuerwehr nicht? Den habe ich ja komplett übersehen. Zack, und wir holen auf jeden Fall mal die nächste Person. Ja, jetzt funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier einmal. Und zack, und das hat gelöscht. Jetzt brauchen wir hier nur noch den Kran. Ach nee. So, jetzt aber. Soll der weggehoben? Jawohl, hier haben wir wieder Patienten, die abtransportiert werden müssen. Und wieso holst du nicht, mal den hier? Wisst ihr, es gibt genug Patienten, wäre nicht so. Aber, da es heute ja so viel brennt, also hier, helfen wir natürlich auch von der Feuerwehr natürlich hier mit ein wenig diesen Brand hier gelöscht zu bekommen. Aber wir als Feuerwehr löschen natürlich auch größere Brände, also stärkere Brände, sagen wir mal so. Och, ist das jetzt unser Feuerwehrmann, der umgefallen ist? Nein, aber jetzt habe ich mir schon Sorgen gemacht. So, zack. Was ist hier los? Warum löscht du nichts mehr? Du könntest eigentlich mal fahren. Der löscht eh von alleine. Das wird auch gelöscht. Der ist schon fertig, aber da warten wir noch. Dann löscht du das hier. Und du fängst jetzt hier mit an zu löschen, ja genau. So, wir löschen hier jetzt das hier. Ja, wir holen ja eh schon die Dame ab. Aber jeder meint immer gleich, wir können zaubern. Wo bleibt der Helikopter jetzt? Jetzt sind wir fertig, früher als der Helikopter, oder wo? Wo ist er jetzt? Wo ist dieser Bullshit-Helikopter nun? Ah, hier fliegt er.
So, wie viele Patienten haben wir jetzt noch? 6 von 10, 7, 8, das ist der 9. Und dann geht uns noch ein kleiner Patient ab. Und den suchen wir natürlich jetzt auch noch und der liegt hier auch schon. Und du löscht hier das. Und ihr fahrt jetzt hierher. Und zwar beide. Und diesmal bekommen wir den Einsatz geschaffen, das verspreche ich euch. Wir haben sowieso Zeit, wir nehmen erst 16 Minuten auf, also haben wir genug Zeit, sage ich euch. So, hier wird untersucht, untersucht, untersucht. Hier wird fleißig gearbeitet, gearbeitet. Du kümmerst dich gleich um ihn hier unten. Der bekommt ihn dann noch hier. Und dann haben wir 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, wir können dann keiner mehr hochheben. So, du kommst jetzt hierher. Du läufst hierher. So, liebe Leute, das funktioniert ja eigentlich so, wie ich es mir gedacht habe. Bis jetzt ist noch keiner gestorben von meinen Leuten, also beziehungsweise von unseren Leuten. Muss man natürlich auch dazu sagen. So, einmal wieder. So funktioniert Teamarbeit. Jawohl, liebe Leute, so funktioniert das hier. Bei uns Emergency-Leuten. Ja, ja, liebe Leute. Was geht's? Wie ich das schon anfange, glaube ich, es funktioniert mein Plan dieses Mal. Auf ins Krankenhaus. Wieder zum Schiff hinunter. Jawohl, da sieht man auch schon, wie es wegläuft. Hier oben brennt nichts mehr.
Meine Menschen wurden wieder 21 Minuten auf. Ja, jetzt funktioniert's. Darf sie mal kühlen. So, der erste und der zweite Feuerwehrmann darf sich schon dazu stellen. Und hier wird jetzt noch fleißig gelöscht. Und dann darf der dritte auch schon nach Hause. Weil die TLFs übernehmen jetzt die restliche Arbeit. So, zack, zack. So wie mir es gefällt. Nein, die brauche ich nicht mehr. Nein. Setup. Ah ja. Och nee. Oh. Hui. Hui. Super geil. Nee, das ist kein Super-GAU. Aber liebe Leute, ich kann euch dieses Spiel empfehlen. Es nennt sich Emergency. Ihr könnt es euch natürlich, wenn ihr Feuerwehr begeistert seid, oder mal die Kontrolle über die Feuerwehrfahrzeuge über. Also wenn ihr mal ein richtig gutes, so eine Art Leitstellenspiel sucht oder wie sagt man hier bei der Feuerwehr, ein ELW,
Spiel sucht einen Einsatzleiter, Spiel sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Man schreibt es EMERCENGY, Emergency. Ich hoffe, ich sage hier ist jetzt nichts falsch. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Spiel gefällt, dann gebt diesem Video ein Like. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich finde dieses Spiel nicht schlecht, aber ich sage immer, jedes Spiel ist ausbaufähig, auch Emergency. Obwohl Emergency, muss ich schon sagen, das mit dem Blaulicht gefällt mir zum Beispiel noch nicht so ganz, aber das wird vielleicht ja noch. Aber sonst ist Emergency ganz toll geworden, finde ich. Und ja, ich werdet auch mal hoffentlich bei Nordrhein TV Play vorbeischauen. Der macht natürlich auch Simulatoren, aber keine Handysimulatoren. Der macht natürlich normale Simulatoren und ja, ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. Man könnte auch natürlich in den Einstellungen die Musik ändern, aber mir gefällt die Musik, also werde ich sie lassen. Man sieht auch, ist hier natürlich sehr schön, wir haben hier auch ein Feuerwehrschiff. Ich meine, die Texturen von den Spielern oder von den Schiffen oder vom Wasser sind nicht ganz so schön, aber das sind jetzt 20 Jahre Emergency und ich finde, das sieht schon ein wenig etwas gleich aus. Was auch von Emergency ist und was ich auch schon auf diesem Kanal vorgestellt habe, das ist Emergency Headquarters. HQ geschrieben. Ich muss euch dazu sagen, dieses Spiel Emergency Headquarters ist so ähnlich wie Emergency. Ich weiß nicht, ob jemand das Spiel kennt. Emergency fürs Handy gibt es schon, ist ungefähr wie das Computerspiel. Es gibt natürlich auch ein Computerspiel, das werdet ihr dann auch in Zukunft auf diesem Kanal auch mal wieder sehen. Emergency 2014, glaube ich, muss ich dann später schauen. Und das werdet ihr natürlich dann auch auf dem Kanal vorfinden, so wie viele andere tolle Spiele. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder von mir. Wir löschen jetzt noch diese zwei kleinen Brände. Dann zeige ich euch noch schnell etwas, wo die ganzen Fahrzeuge stehen, damit ihr das auch wisst. Das nennt sich natürlich auch Einsatzzentrale. So, liebe Leute, das war's jetzt. Wir haben es geschafft. Geschafft. Alle Brände gelöscht. Alle haben überlebt. Bonus, sage ich ja, 20.000. Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Tag der offenen Tür. Ja, ja. Also drücken wir hier drauf, dann sehen wir hier, alle Brände löschen, Geschwindigkeitsbonus haben wir leider keinen bekommen, Opferversorgung transportieren haben wir 40.000 bekommen. Bestleistung, hohe Arbeit, 20, eigene Finne, 141, alle haben überlebt, 20.000
Konsumerteile. Ja, was ich euch natürlich auch noch zeigen wollte, ist hier die Einsatzzentrale. Wir haben hier den Feuerkran, die Drehleiter, das TLF, die Polizei, den Wasserwerfer von der Polizei. Was haben wir hier? Das wird das THW wahrscheinlich sein. Mein, keine Ahnung. Spiel fortsetzen. Na. Jetzt mag ich es nicht mehr. Ja, das war es dann auch im Sinne von diesem Video und gibt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne einfach kostenlos tun. Ihr müsst euch nur dazu auf YouTube anmelden und das geht ganz einfach und ist kostenlos. Und dann drückt bitte den roten Button, da steht drauf abonnieren und daneben aktiviert noch die Glocke, sonst erfährt ihr nicht, wann ein neues Video von mir hochgeladen wurde. Und bis dahin, bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Das war's von mir. Bis dahin noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, liebe Leute.